Hier ist eine Ansicht von Wippersdorf, und zwar ist es die Zeit, als die Arnims hier waren, Achim und Bettina, oben Bettina und das Bild vom Achim. Und so sah das Schloss zu damaliger Zeit aus. Das ist die Seite vom Park her. Wie es heute aussieht, können wir uns dann nachher später anschauen im Natur. Wir sehen auch hier, dass es diesen kleinen den Anbau, den wir nachher noch sehen werden, den gab es zu dieser Zeit noch nicht. Es gab auch keine groß angelegte Terrasse, und dieses abgesenkte Gartenparterre gab es auch noch nicht. Wie gesagt, wie es jetzt aussieht, sehen wir dann später. Hier habt ihr jetzt die heutige Ansicht von Schloss Wippersdorf. Im Vergleich zu der vorhergehenden Ansicht seht ihr links den Anbau. Das ist das Atelier des Malers Achim von Arnim, und der Maler Achim von Arnim war der Enkel von Achim und Bettina. Er hat dieses Anwesen so gestaltet. Er hat die Terrasse vorgelagert und vergrößert. Er hat das Gartenparterre abgesenkt, und er hat diese vielen Figuren und Vasen aus Italien, von seinen Italienreisen mitgebracht und so dem Anwesen einen schlossartigen Charakter gegeben. Ich heiße Hedi, bin von den Werbiger Kids, und ich habe ein paar Fragen zum Schloss. Na dann frag mal. Wie lange steht das Schloss schon? Ja, so wie ihr das heute seht, steht das Schloss seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Der Maler Achim von Arnim, der Enkel von Achim und Bettina, hat es so gestaltet, den ganzen Park. Die Orangerie hat er erbauen lassen, und davor war es ein einfaches Herrenhaus, ohne Seitenanbau, einfach aus Holz, halb Stein. Das waren dann die Vorgänger, und seit 1780 ist es ja im Besitz der Familie von Arnim. Und wie gesagt, der Enkel hat es dann so gestaltet, so wie wir das heute in der jetzigen Form sehen. Mhm. Wie viele Zimmer hat das Schloss eigentlich? Oh je! Das Schloss hat Suiten, das heißt, man hat mehrere Zimmer zusammengelegt zu einer Suite. Es ist immer ein Wohnraum und ein Schlafraum. Es gibt in der ersten Etage 5 Suiten, und oben gibt es nochmal 2 Wohnbereiche. Und unten, der unterste Bereich, sind 5 Räume, die zum Museum umgestaltet wurden. Und dann gibt es 3 Speiseräume, und dann schließt sich auch noch die Küche mit an. Okay. Warum ist das Schloss so gut für Künstler? Das Schloss ist seit 1946 als Künstlerheim. Und das durchweg, auch nach der Wende, ist es wieder ein Künstlerhaus geworden. Und es ist insofern interessant, weil man hier die Ruhe hat, um arbeiten zu können. Man muss sich um nichts kümmern, man bleibt hier für über Wochen und Monate. Man wird versorgt. Die bildenden Künstler haben alle ein Atelier, die können hier in Ruhe arbeiten, und man kann sich voll auf die Arbeit konzentrieren. Dazu die Ruhe, und ihr seht ja das schöne Ambiente hier, also das ist natürlich inspirierend. Und was ist mit dem Schloss im Zweiten Weltkrieg passiert? Also das Schloss ist nicht zerstört worden. Bis 1945 war die Familie von Arnim hier, und danach ist sie ja enteignet worden. Und wie ich vorhin schon erwähnte, 1946 wurde die Deutsche Dichterstiftung gegründet, die sich das Haus annahm. Und bereits Ende 1947 kamen dann die ersten Künstler hier nach Wippersdorf. Und seitdem ist es ein Künstlerhaus. Gut, das waren dann auch schon unsere Fragen. Bitte. Die Flemingsgate ist die längste zusammenhängende Strecke dieser Art in Europa. Sie führt durch wunderschöne Landschaft und mitten durch die Natur. Die Flemingsgate ist insgesamt rund 230 Kilometer lang und verfügt über 8 Rundkurse. Ich bin Hedi von den Werbiger Kids, und ich habe ein paar Fragen an dich. Na dann mal los! Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Spielplatz zu bauen? Naja, in Werbig gab es noch nie einen eigenen Spielplatz für die Kinder im Dorf. Wir haben zwar einen schönen hier oben an der Schule, den kann man aber nicht nutzen. Oder darf man nicht, aus rechtlichen Gründen. Und es wurde schon oft probiert, Geld für einen Spielplatz zusammenzubekommen und auch einen zu bauen, aber hat nie geklappt. Und dann haben wir uns letztes Jahr mit ein paar Leuten zusammengetan und haben gesagt, jetzt ziehen wir es mal durch, und es scheint auch zu klappen. Wie viele Spenden hast du schon, und wie viele brauchst du noch? Naja, wir haben es so rumgemacht, wir haben geguckt, wie viel wir kriegen. Wir haben jetzt 12.000 Euro zusammen. Da gibt die Gemeinde auch einen ordentlichen Teil mit dazu.
Und der Rest ist aus Spenden von Privatleuten, Firmen. Also haben wir die 12.000 Euro und haben den Spielplatz für 12.000 Euro planen lassen. So dass das Geld auch alle wird, aber der Spielplatz nicht zu viel kostet. Und welche Spielgeräte soll der Spielplatz bekommen? Der Spielplatz ist recht einfach gehalten, hat halt eine Doppelschaukel, könnte man auch eine Netzschaukel dran bauen, hat eine Rutsche, hat für die Mädchen im Dorf so ein paar Kletterstangen, wo man auch mal einen Hüftumschwung üben kann für die Schule und ein paar Kletterelemente. Mehr noch nicht, aber optional für die nächsten Jahre wollen wir noch eine Tischtennisplatte haben und vielleicht auch andere Geräte erweitern. Und wo soll der Spielplatz stehen? Der Spielplatz, in Werbig gibt es nicht viele Möglichkeiten, wo wir eine freie Fläche haben. Also kommt der Spielplatz genau dorthin, wo immer das Dorffest ist, auf der Wehre. Und dann kann man es gleich verbinden, wenn Dorffest ist. Dann haben die Kinder auch gleich Spielgeräte vor Ort. Ist weit genug weg von der Straße, braucht man nicht mal einen Zaun drum bauen. Schön grün, auch mit ein bisschen Schatten. Also optimal eigentlich. Und was hindert dich daran? Eigentlich gar nichts. Jetzt muss nur noch der Auftrag unterschrieben werden und die Bestellung ausgelöst werden. Und dann kann gebaut werden. Circa, also im Herbst wollen wir fertig sein mit allem. Und dann gibt es ein kleines Fest für alle als Einweihung. Und dann haben wir das Projekt auch geschafft. Das waren dann auch schon unsere Fragen. Super, Dankeschön.